Dann möchte ich inshallah über die internen Angelegenheiten des Kalifatstaates von Abu Bakr radiallahu anh geben. Inshallah werdet ihr es auch hier sehen. Die Größe des Staates liegt ungefähr so. Das heißt, die arabische Halbinsel ist unter der Führung von Abu Bakr radiallahu anh. Was ist aber die internen Angelegenheiten? Das ist hier sehr wichtig. Wir reden von einem Kalifat, was von 632 bis 634 andauert. Also fast über 2 Jahre. Vom 11. Jahr der Hijra bis zum 13. Jahr der Hijra. Die Quellen dieses Staates, des islamischen Rechtssystems, sind 2. Koran und Sunna. Die Prinzipien dieses Staates, des Kalifats, ist Gerechtigkeit, Ehrlichkeit und der maximale Einsatz dafür. Gerechtigkeit, Ehrlichkeit und der maximale Einsatz auf diesem Wege. Und die Umma, das sehen wir auch in dieser Khutba, hat das Recht, die Führung, die Staatsführung zu hinterfragen. Die islamische Staatsführung muss hinterfragt werden. Und der Weg zu der Hinterfragung der islamischen Führung muss geöffnet sein. Der Emr bil Maruf wa Nahy anil Munkar ist Fars. Zu jedem. Zum Kalifen der Muslime, zum Hirten der Muslime, mit dem Hirten meine ich auch den Schafshirten, aber auch zu den muslimischen Umma selbst. Und was hat Abu Bakr in diesem Staatssystem gemacht? Viele, viele Sachen hat er gemacht. Und das möchte ich kurz hier erläutern. In diesen 2 Jahren, was hat Abu Bakr gemacht? Erstens, die Armee von Usama ibn Zayd. Usama ibn Zayd, radiallahu anh, ist ein Jugendlicher. Keine 20. Und bevor der Prophet gestorben ist, 2 Tage vor seinem Tod, Freitag oder Samstag, hat er diese Armee beauftragt, gegen das Byzantische Reich zu kämpfen. Als er in seinem Sterbebett lag, der Prophet, und ab und zu mal ohnmächtig wurde und aufgestanden ist, hat er immer nach der Armee von Usama bin Zayd gefragt. Warum? Weil er schon in seinem Sterbebett den Krieg, die Tore für den Kampf gegen den Imperialismus geöffnet hat. Das ist sehr wichtig. Die Tore in diese Welt, die Imperialisten waren, dazu zählen auch natürlich das Byzantische Reich, die westliche Welt, weil sie unterdrückt haben. Die Römer haben die Leute ausgebeutet, unterdrückt. Mit Steuern eintreiben und also mit richtig vielen Sachen, ihr kennt diese Geschichten vielleicht, hat der Prophet gesagt, der Weg zwischen uns und den Menschen muss geöffnet sein. Und die Römer sind eine Blockade. Und die unterdrücken die Menschen. Die sind nicht gerecht. Wir müssen diese Gerechtigkeit in die westliche Welt reinbringen. Und das in seinem Sterbebett. Das heißt, die Türen öffnet er schon in seinem Sterbebett. Mit der Armee von wem? Usama bin Zayd. Das ist der Sohn von Zayd. Und der Zayd ist der erste Kommandant von Tabuk und Mut. Wo die Fahnen an immer 3 Leute gewählt werden. Und zum Schluss benennt das Khalid ibn Walid radiallahu anh. Und Zayd ist dieser Sohn von diesem Ersten. Aber er ist gestorben. Am Montag ist der Prophet sallallahu alaihi wasallam gestorben. Am Montag ist Abu Bakr zum Kalifen gewählt worden. Am Dienstag hat er die generelle Bay'ah genommen. Am Dienstagabend oder am Mittwoch wurde der Prophet a.s.w. an seinem Ort, wo er gestorben ist, auf dem Bett von Aisha radiallahu anha begraben. Weil es gab Ihtilaf. Wo wird der Prophet begraben? Bis man gesagt hat, die Propheten werden dort begraben, wo sie gestorben sind. Und er ist im Bett von Aisha radiallahu anha gestorben. Und genau dort wurde er begraben. Wenn wir heute nach Medina gehen und wir gucken in diesen Raum rein, ist das Zimmer von Aisha radiallahu anha. Da liegt Abu Bakr. Umar auch begraben, genau neben ihm. Und als er gewählt worden ist, Abu Bakr, gibt unter den Leuten Konflikt. Wisst ihr warum? Es gab nämlich eine sehr, sehr große Fitna zur Zeit von Abu Bakr, die in die Geschichte eingegangen ist. Die Kämpfe von Ridda, Abtrünnigen. Die ganze arabische Halbinsel, ich komme gleich dazu, ist vom Islam abgekehrt. Stellt euch mal vor, der Prophet ist tot. Ihr habt gerade einen neuen Kalifen gewählt, am 2., 3., 4. Tag. Und plötzlich fällt die ganze arabische Halbinsel, die komplett den Islam angenommen hat, alle in Unglauben. Außer 2 Städte, Mekka und
Medina. Alle gehen weg. Und du bist in Medina. Du hast nur Medina. Nach Mekka sind es 470 Kilometer. Was machst du? Du bist der Kalif. Das Volk von Medina organisiert sofort Ömer und sagt zu Ömer: Ömer, pass auf, geh mal zu Abu Bakr und sag dem bitte, er soll die Armee von Osama bin Zayd nicht losschicken. Denn die Leute sind abtrünnig geworden und wir haben Angst, dass sie Medina angreifen. Und sag ihnen das und geh hin. Daraufhin geht Ömer radiallahu anhu zu Abu Bakr und sagt: Ja, Abu Bakr, so und so ist die Situation, die Leute fallen vom Islam ab, wir haben Angst, dass Medina angegriffen wird. Lass uns die Armee nicht losschicken, lass uns die Armee von Osama bin Zayd in Medina lassen, als Schutz. Daraufhin wird Abu Bakr richtig sauer. Er sagt: Was denkst du, was du bist? Ich bin der Kalif des Propheten und mir wurde beauftragt, die Sunna des Propheten zu befolgen. Wie kann ich eine Armee, die der Prophet losgeschickt hat, zurückziehen? Daraufhin geht Abu Umar ibn Khattab mit gesenktem Kopf raus und sagt das dem Volk. Daraufhin sagen sie: Okay, wenn das nicht möglich ist, dann zieh doch zumindest den Jungen da weg, dass die Armee zumindest siegreich ist. In dieser Armee sind Leute wie große Sahabes, die Leute, die in Bedr gekämpft haben, die Allah mit dem Paradies vorausprophezeit hat. Wie kann es sein, dass ein 18-jähriger Jugendlicher ein Kommandant einer Armee ist, wo die Kämpfer von Bedr sind, wo 40-Jährige, 50-Jährige drin sind? Und Ömer denkt sich: Stimmt, eigentlich müsste doch das nicht so sein. Er geht wieder zu Abu Bakr rein. Und daraufhin packt Abu Bakr, nachdem Ömer das Abu Bakr sagt: Lass uns Osama bin Zayd austauschen, ihn an seinem Bart und zieht ihn runter. Er sagt: O dujenige, dessen Mutter sterben sollte. Oder derjenige, dessen Mutter ihres Kind verlieren sollte. Was verlangst du von mir? Dass ich die Gebote des Propheten a.s. widersetze? Dass ich mich den Islam widersetze? Wallahi, sagt er, wenn der Prophet das befohlen hat, dass die Armee ausrückt, wird diese Armee ausrücken. Und wenn der Prophet es befohlen hat, Emir gemacht hat, dass Osama bin Zayd Kommandant ist, wallahi, ich werde keine einzige Person an seine Stelle setzen.